Du bist blass? Hör mal. Siehst du, da kommt er. Und das ist doch mit Sicherheit ein Sprengheinz. Ja, klar. Jo. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scum. Ich habe hier allerhand gemacht. Also wir sind ja beim letzten Mal aus dem Schneegebiet wieder zurückgefahren. Ich habe dann erstmal alles aus dem Auto geräumt, habe da so ein bisschen nachgeguckt. Ich habe noch eine zweite Händlerkiste gemacht. Also hier die Kisten. Die habe ich dann auch voll gemacht mit Zeug. Habe das zum Händler gebracht, habe das verkauft. Guck mal, 32.200 Taler habe ich jetzt auf Uhr. Und dann habe ich hier wahrhaftig die ganze Nacht... Das war ja die Kiste mit Waffen, Munition und Waffenzubehör. Das habe ich jetzt hier. Einmal hier Waffen. Guck mal schnell rein. Waffen. Hier sind also nur wirklich reine Waffen drin. Die können wir uns jetzt mal schön der Reihe nach mal angucken dann. Dann hier Waffenzubehör. Wo ist Waffen? Waffenzubehör. Da ist also was drin wie Reinigungssets, dann diese Dinger auch und Schalldämpfer und so was eben. Und Magazine, jede Menge Magazine, auch möglichst schön sortiert, dass man das am besten finden kann. Das könnte man auch mit den Waffen noch extra einsortieren, aber echt, ich habe stundenlang habe ich hier hantiert. Ja, und hier habe ich dann noch, das habe ich jetzt anders gemacht, warte mal, Munition. Ja, so genau, ne? Hier haben wir dann die Munition auch schön sortiert. Ganz oben... Ist die, sind noch 8 Schuss von denen, die ich brauche. Das sind ja die, die in meine Knarre gehören. Hier in die, ne? 7,62 mal 39. Genau, das sind die. Und da habe ich ja dieses Trommelmagazin, genau. Und da habe ich geguckt beim Händler, die kann man kaufen. Sind gar nicht so teuer, so 1.500 Taler etwa. Also ich hatte ja eins verloren, hätte ich ja ganz gern noch ein zweites und ein drittes. Wie wir sehen, die M9-Magazine habe ich massenhaft. Und ich bin am Verdursten. Dann habe ich noch Seile gemacht. Und dann habe ich noch, Flaschen gemacht. Trinkflaschen. 5 Stück habe ich gemacht. So eine ist hier. Jetzt will ich es nämlich mal ausprobieren. Damit wollte ich nämlich warten, bis ihr da seid. Hier ist jetzt auch wieder ein bisschen drin. Als ich vorhin wiederkam, ja, bevor ich hier die Schränke umsortiert habe, war der leer. Wie sieht es jetzt aus? Ja, 16% hat er drin. Unkraut gerupft habe ich auch. Also ich war wirklich fleißig. Ich bin dehydriert. Ja, ich muss was trinken. Und jetzt werden wir mal hingehen und die Pulle nehmen. Ich habe übrigens auch ausprobiert an einem Fluss. Ich habe hier von den 15 Punkten 5 rausgetrunken von der neuen Flasche. Und nehmen wir die mal in die Hand. Dann wieder am Fluss auch wieder aufgefüllt. Das funktionierte. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Wie geht denn das jetzt? Ich kann doch sonst Pflanze gießen. Ach, nichts mehr so hier aus dem Körper raus irgendwo. Machen wir mal. Gieße ich jetzt nur die eine Pflanze oder wie ist das? Sieht fast so aus. Die blauen Flaschen ums Verrecken kann ich nicht nachfüllen. So, jetzt ist die leer, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ist nochmal ein Test zu dem Kommentar von euch, wo es geheißen hat. Ja, dann musst du die nicht ganz leer machen. Dann kannst du die nachfüllen. Wenn das jetzt nicht mehr geht, doch füllen. Guck. Schwupp. Wie viel hat er jetzt noch? Leer. Wie viel ist drin? 8. Ja. So. Jetzt trinke ich das lieber aus, wa? Trink mal alles. Ja, habe ich jetzt nur die eine Pflanze gewässert hier? Dann müsste ich hier für jede eine volle Flasche? Das ist ja Wahnsinn. Ich denke mal, das gilt für alles, oder? Für den ganzen Kasten, ne? Hoffe ich. Es hat in der Nacht aber auch ordentlich geregnet. Jetzt wird es Gott sei Dank gerade auch wieder richtig hell. Ich möchte ja ganz gerne so ein Fahrrad haben. Ich habe ja gehört, es sind jetzt wieder Fahrräder im Spiel. Immerhin. Ja, war schon dehydriert. Wird Zeit. Ja, und dann habe ich auch noch ein bisschen gegrillt. Ich hatte hier 4 Feuer drunter gemacht. 4 Stück. Und hatte alles, was ich an Fleisch hatte, noch gegrillt. Obwohl jemand geschrieben hat, brauchst du gar nicht. Ne? Du kannst das gepökelte Fleisch auch so essen. So. Wo haben wir es denn hier?
Pökelfleisch, da ist jetzt nichts mehr drin, da ist das Salz noch drin, aber das Fleisch ist weg. Bei den Wasserflaschen habe ich das reingemacht, ne? Hier, das ist jetzt auch alles Pökelfleisch, was man essen kann. Aber nicht zu verwechseln, das sind ja jetzt keine Zehnerpäckchen, sondern das sind ja einzelne. So, den nehmen wir mit. Aha. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die kann man auch bequem futtern. Mal gucken. Jo, also wie gesagt, also die können wir jetzt demnächst mal die eine oder andere Wumme rausnehmen. Ich habe ja gesagt, die Schrotflinte. Und die werden wir uns jetzt auch mal rausholen. Die Schrotflinte werden wir uns jetzt mal greifen. Damit wir da endlich mal mit anfangen. Komm, ess noch ein bisschen. Wie sieht's aus? Trinken? 29%. Ja, ich habe geschlammt. Ich habe wirklich die ganze Nacht hier losgelegt. Dann habe ich mich oben auf mein Bett gelegt. Da war der schon bei 98% mit der Ausdauer. Und dann ist er wieder auf 100% hochgegangen. Dauert jetzt ein bisschen länger. Da ist ja jetzt diese neue Ermüdungsfunktion mit dabei. Ah, das hätte ich auch vorher machen können, noch die Mampferei, ne? Weil er dauert immer. Ich weiß nicht, wie lange. 2, 3 Stunden mindestens. Ach, 4 habe ich jetzt hier gemurkst. Weil hätten wir das alles in den Folgen gemacht, dann hätte das noch 10 Folgen oder 15 Folgen gedauert, wo ich nur vorm Schrank stehe und sortiere. Das ist natürlich auch blöd, ne? So. Ich habe ja hier die Jacke. Und hier in der Jacke, Moment mal eben hier, habe ich ja allerhand Magazine. Das sind 4, 5, 6 volle Magazine für die Pistole. Und die Pistole ist noch ganz gut drauf, oder? 83%, das ist alles in Ordnung. Die Wumme hat 96%. Da dürfte auch eine Menge drin sein. Da gucke ich gleich mal nach. Hier ist schon wieder ein bisschen Kohle. Ja, ich habe einiges auch getankt. Auf dem Hinweg zu den Händlern habe ich also die beiden Kanister voll gemacht. Da war die Tankstelle leer, nachdem ich da die Zombies alle weggeräumt habe. Und auf dem Rückweg habe ich das Auto dann voll getankt. Also, das ist voll. Man könnte ja mal gucken, wie es mit dem Golf steht, mit dem Wolfswagen. Dann könnte ich den auch noch voll tanken. Da könnte es sein, auch so ein bisschen Klimbimchen im Kofferraum sind, die man noch rausräumen musste. Aber da ist wahnsinnig. Ich habe ja erstmal hier alles zusammengesammelt, was verkauft werden kann. Und ich habe auch Unmengen verkauft. Also das sind für über 10.000 Taler. Habe ich Sachen verkauft. Allen möglichen Scheiß, den ganzen Loot, den man so nicht in solchen Ausdehnungen braucht. Das müssen wir mal gucken. Ich hätte mal vielleicht mal gucken, wie voll ist denn der Bauch. Da ist doch noch nichts drin. Trinkwasser weg. Ja, das kommt aber langsam wieder. So, ne, jetzt werde ich mich auch bald wieder besser fühlen. Dann habe ich mir ja jetzt die andere Flasche noch reingepackt. Und die werden wir dann wieder voll machen. Ich werde jetzt aber hier von den 5 Flaschen, die ich gemacht habe. Na, hier sind die Schraubenzieher. Habe ich auch so ein bisschen drin aufgeräumt. Die werden wir als erstes benutzen. Wir werden auch darauf achten, wenn sobald hier irgendwo so ein Lootrop runterkommt, holen wir uns den. Wir sind gut ausgestattet. Mit Schraubenziehern und alles, also das können wir jetzt. Die wollte ich auch noch sortieren. Ich zeige euch das mal eben, was da zusammengekommen ist. Das ist hier bei den Werkzeugen. Habe ich jetzt noch nicht weiter sortiert, aber. Also das hier wollte ich noch raussortieren. Moment mal, hier ist. Wo ist das denn jetzt? Jede Menge Knochennadeln auf Vorrat. Hier ist ein 40er. Da, das sind schon 3. 4, 5, die sind aber nicht ganz voll. Guckt euch das an. Also da kann auch noch einiges vertickt werden. Aber das mache ich dann demnächst mal zwischendurch. Das sind schon mal allein 5 Stück. Ne? 4, 8, 12. Da oben auch noch welche. 4, 8, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 16, 8. 168 Schraubenzieher. Leute. Da können wir Lootdrops holen, aber ich werde erstmal die kleinen natürlich benutzen, deswegen habe ich nur die kleinen erstmal im Auto. Das ist noch eine, die könnte da rein, das wollte ich mal eben gucken. So. Und dann Munition checken. Ich glaube 75 gehen da rein in so ein Trommelmagazin, ne? 58 sind drin. Dann müsste ich das ja jetzt mal Munition entladen. Wie kann ich das rausnehmen? Geht das so?
Ah ja, das geht so. Dann mache ich wieder so. Dann ist sie da oben. Dann nehme ich das in die Hand. Und dann zack, rein. Dann haben wir die auch schon mal drin. Ja, wie gesagt, also die Munition habe ich nicht. Ne? Die Munition ist sehr teuer. Ich habe jetzt nicht explizit geguckt, was das kostet. Aber hier diese Trommelmagazine, dafür würde ich 2 Stück noch kaufen. Wenn ich 3 Stück habe, einen in der Waffe und noch 2 volle mit je 75 hier irgendwo rumliegen habe, dann reicht das völlig. Eine haben wir ja verloren mit dem Köcher im Wasser letztens. Ne? So. Und rein. Ne? 66 von 75, das ist wunderbar. Also das ist eigentlich, die benutze ich, würde ich mal sagen, in erster Linie dann, wenn ich in Bedrängnis gerate. Angenommen, ach, da ist vielleicht ein Zombie drin und dann gehe ich in so eine Halle rein und plötzlich kommen da 4 Zombies auf mich zugerannt und hinter mir von draußen auch nochmal 3. Dann kann ich so ratatat, ohne Rücksicht auf Verlust, die Munition rausballern und mein Leben retten. Also so, dafür ist die eigentlich in erster Linie gedacht, die Wumme. Und jetzt... Ich hatte doch so eine Schrotflinte, aber ich habe mir das noch nicht näher angeguckt. Ich habe das wirklich alles nur hier erstmal in die Schränke sortiert. Ist das eine Schrotflinte? Tech 490, eine Vorderschaft-Petaille-Flinte. Ist sie das? Ja, ne, oder? Was haben wir denn hier oben noch? Das muss die sein, ne? Schrotflinte. Verwendet Schrotpatronenkaliber 12. 63,6 ist jetzt aber nicht so der Burner. Deswegen möchte ich... Wo haben wir die Munition? Da gibt es ja keine Magazine für. Ne? Das ist die normale 0815 Munition. Hiervon haben wir am meisten. Steht da irgendwas bei? Burchard verwendet kleinere Metallkugeln für die Jagd auf Vögel und Kleintiere. Verwendet in SDASS 12 Meteco. Also, das ist die. Wie heißt die? Tech 1490. Das steht da aber nicht, ne? Tech 01. Tech 1490. Doch, das ist ja 1. Ja, Tech 1490, und da steht's. Ja, da müsste ich mal gucken. Was ist das hier? Größere Metallkugeln für Jagd auf Großwild. Ja, da müssen wir eher die nehmen hier. Pass auf, dann nehmen wir die mit. Die gibt's gar nicht so oft, ne? Was ist das denn hier? Schwere Projektile aus Blei. Also würde ich mal sagen, packen wir das hier hin. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie das geht. Nehmen wir mal die 1 in die Hand hier. Naja, so. Und dann gucken wir mal, wie viel gehen denn da rein? So geht das nicht. Ich brauche kein Magazin dafür, oder? Munition checken, da sagt er, ist keine drin. 0 von 8 Stück können da rein. Aber da brauche ich ein Magazin für, wa? Kann das sein? Normalerweise ist das doch bei Schrotflinten, da steckt man 2 Stück rein. Ich kenne mich echt nicht aus, lacht mich jetzt nicht aus, aber pass auf, dann nehmen wir die mal so mit. Aber Schrotflintenmagazin, das wäre mir neu. Das kenne ich nicht. Meh. Ja gut, vielleicht finde ich ja sowas hier. Gucken wir mal nach. Dann können wir auch mal die Drohne, wenn die nochmal kommt, mal abschmieren. Also da liegt mir am Herzen. Die möchte ich wenigstens einmal aus der Luft ballern da. So. Jetzt gibt es ja so allerhand hier. Wie heißt die jetzt? Tech 1490. Das würde mich sehr wundern. Aber ich gucke einfach mal nach. Nö. Wie kriegt man die denn jetzt geladen? Und wenn ich jetzt einfach... Ja, einfach mit R, siehste? Das geht einfach so. Die hat ein Magazin quasi da so drin. Auch nicht schlecht. Ich denke mal, nach jedem Schuss ritsch, ratsch, muss die so durchladen, ne? Vermute ich. So, und dann wollte ich noch... Jetzt sind wir auch gerade hier. 100, 100, 99, 76... 70%, das ist der schlechteste, ne? Wie mache ich das jetzt? In die Hände nehmen? Kann ich das?
reparieren. 79 von 100. 43. Oh ja, das hat aber schon ein bisschen was gefressen. So, und die ist jetzt wieder 100%. Das ist doch super. So. Und die packen wir dann so lange mal ins Auto, oder? Ich wollte jetzt mal zu der anderen Tanke fahren. Ich guck mal eben hier rein. Ja, hier ist noch so ein bisschen Zeug. Der ist voll. Ach, jetzt muss ich pullern. Ja, das ist, ich habe ja gerade getrunken, dann muss ich auch pullern. Das ist ja klar. Jetzt habe ich so viel vorbereitet, dass wir loslegen können. Und jetzt habe ich schon eine Viertelstunde gebraucht, das alles mal zu erzählen. Aber schön voll, aber essen noch nicht, ne? 48%, aber ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Ich muss mal gucken, ob inzwischen wieder so ein Ding runtergekommen ist. Ah, wenn der jetzt kommt, dann habe ich keine 3. Warte mal. Ah, die 2er, ja, alles 2. Da ist noch ein 3er. 5, 6, 7, 8. Ja, das müsste so reichen. Die haben wir ja dabei. Hier sind auch noch welche. Ja, das müsste so reichen. Nur falls, dass wir dann unterwegs da auch, ne, loslegen können. Das machen wir auf hier. Dann fahren wir mal hier zu unserer Tankstelle. Eventuell tanken wir den. Gucken, ob da so ein Fahrrad steht. Joa. Ja, ich habe extra auch ein paar Zombies niedergemacht, damit ich die Haut hatte, um diese Wasserflaschen da zu kriegen, ne? Das ist ja blöd. Ich konnte nichts nachfüllen. Nur jetzt eben die neu gemachte. Mach zu. So, und jetzt mit Shift aussteigen, dann bleibt der Motor an. Schont auch die Ressourcen. Wo sind der Zombie, der da gerade noch gestanden hat? Da ganz hinten auf der Straße war da so ein Onkel Orangemann gerade. Naja, wie auch immer. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Sprit hat er denn noch? Das ist ja noch fast voll. Mach Tür zu. Ich finde das so ätzend, ewig dieses Tür aufgelassen. Wir haben die bestimmt gemacht, damit es ein bisschen spannender wird. Wenn da mal Zombies kommen. Damit die Zombies auch noch Schocks haben, einen noch zu erwischen, wenn man schon ins Auto gekrabbelt ist. Stelle ich mir mal so vor, ne? Ja gut, aber ich sag mal, was braucht man? Man braucht einmal so ein 10er-Päckchen Seil, was man aus 5 kleinen Stöckern machen kann. Eine Zombie-Haut. Und ein bisschen von der Axt, glaube ich, noch. Mehr braucht man gar nicht, um so eine Flasche zu machen. Also, ja, jedenfalls muss man halt immer wieder neue Flaschen machen. Ist ein bisschen lästig. Aber jetzt kein Superdrama. Jetzt gucken wir erstmal, ob hier so ein Kicherhals ist. Also nicht, dass der uns da jetzt noch Probleme macht. Hier in der Tanke stand nämlich, als es die Fahrräder noch gab, nichts gehört, ne? Ist ein normaler Zombie, oder? Weil da piepst nichts, da kichert nichts. Kein Fahrrad da, weil hier stand oft ein Fahrrad. Guck noch mal genauer. Ne, ist aber keiner. Ja, ja, nur entspannt euch mal hier. Es gibt auch Waffen, die haben so viel Schmackes, wenn man da tüchtig viel Munition hat zu, kann man auch so ein Sentry damit kaputt schießen, ne? Aber da muss man da, wer weiß, wie viel Schuss reinballern. Da hätte ich ja auch mal Bock drauf. Aber so eine Waffe findet man kaum, die müsste man vielleicht kaufen. Die kann man auch kaufen. Da müsste ich nur wissen, welcher das ist. Wenn ihr das wisst, ne? Mit welcher das geht, sagt mir das mal. Dann kann man darauf mal hinsparen und dann kann man mal die Sentries wieder anmachen und so ein Sentry damit mal kaputt schießen. So, pass auf, jetzt steigen wir mal aus und dann machen wir die beiden hier, oder was mal auf. Die haben so viel 9mm Patronen, ne? Jetzt sind die am Dach. Das ist ja mal blöd. Fallt runter! Quietsch! Oh, jetzt sind sie da geblieben. So. Ja, dann komm. War das Glas, was hier kaputt gegangen ist? Na ja, anscheinend. Ah, ja, 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 ja. Was habe ich jetzt rausgehauen? 4 Schuss? Ne, aber jetzt ist die Scheibe heile.
Irgendwie ist das eigenartig, aber guckt euch mal den Lack an. Ja, wenn die Zombies da immer drauf rumlatschen, ist das ja auch kein Wunder. So, jetzt wollen wir eben die beiden durchsuchen. Vielleicht haben die ein bisschen Kohle dabei. Ich hatte schon überlegt, das kostet 5000, sich so eine Karte zu machen, wo man auch Gold mitkaufen kann. Aber ich glaube, wenn so eine Karte durch Tod oder so, wo man die in der Tasche hatte, weg ist, dann ist die weg. Die normale Bankkarte, wo hier mein Geld drauf ist, die kann ich ja neu wohl machen. Jetzt weiß ich aber nicht, wenn ich jetzt mal sterbe und die Bankkarte weg ist und ich eine neue mache, ob die dann leer ist. Das wäre natürlich blöd, ne? Dann sollte man eine Karte mit Geld drauf zu Hause lassen. Ja gut, dann gehen wir erstmal tanken. Ist zwar nicht viel, was da fehlt, aber schade, dass kein Fahrrad hier ist. Eigentlich warte ich auf einen Loot-Drop, aber da kommt nichts. Ganze Zeit schon. So. Nur mal eben hier noch die Tanke durchgucken. Ey, das Ding ist rappelvoll. Wahnsinn, da wo ich letztes Mal getankt habe, war auf dem Weg zum Händler. Da waren nur so mal so zwei Punkte. Und jetzt habe ich hier kaum was und ist das rappelvoll. Naja. Naja. So, dann mach mal voll hier. Den kleinen Rest noch. Gut. Na, ist jemand hier? Ich gucke hier lieber immer einmal um die Ecke. Ja, direkt wieder sammeln. Ach, die Wumme habe ich jetzt hier im Rucksack, ja. Meine gute Wumme. Hätte man ja eigentlich jetzt mal ausprobieren können. Oh, schon wieder Waffen. Ich habe auch einige von den Waffen, die so mies sind, wie die zum Beispiel. Die habe ich jetzt auch beim Händler vertickt, ne? Da gibt es zwar nicht so viel für, aber was soll ich damit? Ich glaube, wenn die ziemlich schlecht sind, kann man die auch gar nicht mehr ganz voll reparieren, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch die Schrotflinte ausprobieren, würde ich sagen. Ja, komm, raus hier. Ich habe keine Lust, jetzt hier alles durchzulooten. Dann würde ich sagen, packen wir die hier rein. Das auch hier. So. Jetzt gehen wir die Schrotflinte austesten. Vielleicht kommt ja dann ein Loot-Drop runter bis dahin. Das war also jetzt, ich meine, wenn ich es nicht verpasst habe, die ganze Nacht nicht. Weiß gar nicht, wie das steht. Habe ich das länger gemacht? Nee, eigentlich nicht. Müsste so alle halbe Stunde oder alle Stunde müsste was kommen. Dann wollen wir mal gucken, jetzt mal die Schrotflinte ausprobieren. An Zombies. Und diese Drohne, die kam anfangs so oft so nervig. Immer wieder kam das Mistvieh an, aber seit einiger Zeit sehe ich die überhaupt nicht mehr, ne? Ich habe mal das Geräusch gehört wohl, aber keine Drohne da gewesen. Weißt du, ich dachte, wir sind hier in so einem Fernsehsender. In so einem Fernsehsender. Ja, aber bei Ikone mit über 1000 Punkten, da ist das wohl nicht mehr so spannend, ne? Hallo? Nobody at home hier? Aber so viel Munition haben wir da nicht von, ne? Für die Wumme. Da ist mal einer, ja. Da auch. Mal guck mal, da, der hat mich auch schon gesehen, da der Polizist. Kommen sie beide an, ne? Pass auf, dann fahre ich hier mal ein Stück zurück. Nicht schnell genug? Nee, wa? Ich möchte in Ruhe aussteigen. Sonst ätzend. Da habe ich schon mal was auf die Fresse gekriegt. Das ist nicht so lustig. Oi! So, das reicht aber dicke. Brauchen ein bisschen näher fahren. So, na mal gucken. Da kommen da bestimmt noch mehr angerannt, ne? Wenn ich jetzt mit der Schrotflinte schießt, das wird wahrscheinlich ordentlich einen Bums machen. Und dann kommen sie alle angelaufen. Und ich habe die dicke Wumme nicht dabei. Ah, ja. Jetzt dreht er sich wieder um und sieht mich nicht. Hallo, Kollege. Ich will dir schießen. Na, komm mal her. Mal gucken, wie du so darauf reagierst.
Bam! Boah, der platzt richtig auf. 8 waren da drin, ne? Siehst du, dann kommen nämlich noch mehr. Das wundert mich nicht, dass die das weit hören. Nur aufpassen, ob nicht noch von anderer Seite irgendwo welche angelaufen kommen. Ah ja, nu. Komm mal näher, dann hast du, dann streut sich das auch besser. Der könnte vielleicht 2 brauchen. Nee. Alter, das Ding ist ja richtig heftig. So, 6 noch drin. Halleluja, ey. Mal gucken, ob noch einer angelaufen kommt. Ja, und so viel ich weiß, hatte ich früher auch schon mal gemacht. So, die Drohne, die zerplatzt auch so wunderbar davon. So. Hast du ein bisschen Geld dabei oder ein paar Zigaretten? Mö. Dann nicht, ey. Da ist schon wieder eine Tür. Ja. Ach, guck mal. Die 22, die findet man auch dauernd. Ja, aber ich meine, gut, ich könnte die Tür mitnehmen und auch verkaufen, aber ja, ey, dann bin ich ja nur noch am Händler fahren. Noch mehr Nägel. Jo. Ja, gut. Da ist keiner zu sehen, ne? Dass mal so ein Loot-Drop hier mal käme. Mann, ey. Ich will aber. Bin ich ja mal gespannt, wie sich das so bemerkbar macht mit der Ermüderei. Also ich meine, dass diese Ausdauer, die ja jetzt durch das Joggen so ein bisschen runtergeht, 94%, dass die irgendwann nicht mehr die 100 erreicht und vorher stehen bleibt und dann immer weitergeht. Irgendwann kommt man nur bis maximal 70 oder so. Da, 99, weiter geht nicht. Ne? Wenn ich jetzt länger spiele, bin ich irgendwann müde. Man kann das kurzfristig nochmal wieder, wie eben in der Realität auch, nochmal so ein bisschen anschubsen mit Koffein, mit Kaffee, mit Energy-Drink, aber auf Dauer hilft es dann auch nicht mehr, da muss man dann irgendwann auch schlafen. So, jetzt haben wir 2 verballert. Ich sollte mit der Munition ein bisschen sparsam umgehen, weil die findet man gar nicht so oft, wie ich finde. Und ich habe zwar nicht geguckt, aber Munition kaufen ist generell ziemlich teuer. Ich war sehr erstaunt, dass man für 1.500 Euro da schon, oder Dollar, da schon so ein Trommelmagazin kriegt. Da werde ich mir wohl mal 2 Stück von holen dann bei Zeiten. Ich wollte das nicht alles machen alleine. Ich wollte schon, dass ihr dann noch dabei seid. Da hinten ist noch ein Zombiechen. Naja, gehen wir hier mal in die Garage noch vielleicht gucken. Vielleicht kommt ja dann Loot Drop. Büschchen aufpassen. Hier ist nämlich auch manchmal einer drin. Was ist eigentlich mit meinem Trinken? 84% hat er, ne? Ob da hinten was drin ist? Das ist so ätzend. Mit diesen Brunnen, die sind immer so leer, ey. Bin ja mal gespannt. Ich habe doch so eine Flasche, die leer ist. Hier die. Ob ich die auffüllen kann. Oh ja, das geht. Kann ich nicht, wa? Dann nehmen wir den mal weg. Kann ich nicht auffüllen. Das ist ein Kack. Da, geht nicht. Wenn die einmal leer ist, das ist aber, glaube ich, so viel ich weiß, die Flasche gewesen. Na, die geht auch nicht. Ne. Ja. Das heißt also, die kann ich nur einmal benutzen. Jetzt müsste ich natürlich dann mal gucken. Kann ich wegschmeißen. Wo ist denn die andere? Ach, in der Tasche noch. Kannst du wegschmeißen. Geht nicht. Warte, dann kann ich trinken hier, ne? Eine andere nehmen und die dann nicht ganz leer trinken. Aber das Problem ist ja, wenn man damit die Pflanzen gießt, dann schüttet die immer ganz leer. Wie viel trinke ich denn? 3? Ja, machen wir 4. Sollte dann aber reichen, ne? Jetzt muss ich gleich wieder strullern. Muss ich sowieso. Oh, Blase ist jetzt 39%. Das ist noch nicht so doll. So, gib mal den Prügel. Was hat der eigentlich noch drauf? Ah, 63%. Den hatten wir ja erneuert einig.
Da war vorhin noch so ein Zombie. Den wollte ich jetzt erstmal wegballern. Hm? Zombo? Ich habe auch, glaube ich, im... Guck mal, jetzt auch noch mal so ein Ding. Ich habe auch, glaube ich, noch irgendwo die eine oder andere Haut. Ach, da ist sie. Ja, dann komm. Oh, krieg ich noch einen verplättet, ey. Schweinerei. Wenn man nicht genau den Zeitpunkt trifft, dann ist das schon passiert. Ja, Blut ein bisschen, aber dürfte jetzt nicht so dramatisch sein. So. Okay, muss ich leider zerlegen. Wir wollen die nächste Pulle machen. Ich hatte die Flasche... Moment, warum habe ich die weggeschmissen? Vielleicht nehme ich die doch nochmal mit. Die müssten ja noch da liegen, ne? Das war nämlich an einem Bach, wo ich die aufgefüllt habe. Und das ist ja jetzt hier... Wo ist sie denn? Oh, manchmal da hinten. Da. Und das ist ja jetzt hier Brunnen. Vielleicht war das doch zu voreilig. Vielleicht geht die ja doch nochmal am Bach. Müssen wir mal gucken, das werden wir jetzt ausprobieren. Ich bin da immer noch nicht ganz hinter, aber irgendwas ist da auf jeden Fall nicht okay. Lass mal eben gucken. Hast du eine Möglichkeit? Nee, das ist leer. Okay. Mach das mal wieder da rein. So. Nicht, dass wir plötzlich da jemanden vor der Nase stehen haben. Hier ist wenig. Da waren jetzt hier zwei, da drüben der eine. Da sind bestimmt noch welche hier bei der Polizei drin, ne? Ach nee, ich war ja hier. Müssen wir hier durchklettern. Hier die Flaschen. Nehmen wir die doch nochmal mit. Da sind sie. So, die weiß ich ja, dass die nicht geht. Aber die hier, die war ja neu. Die hatte ich, wie gesagt, neu gemacht. Hatte sie dann... Pass mal auf. Hatte sie dann 5 Punkte leer getrunken und wieder aufgefüllt. Allerdings am Bach. 1, 2, 3. Ja. So. Schnell das Seil machen. Ich mache die jetzt aber noch nicht, sonst kann ich näher nicht mehr sehen, welche war. Da brauche ich ja sonst nichts weiter, ne? Das. Mal eben gucken. Wo ist sie denn hier? Ja, Nähset habe ich ja noch. Und ja, geht schon. Gut. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier rein. Wenn ich schon mal hier bin, hier eben die Garagen gucken. Autobatterie nehmen wir mit. Boah, ist das ein dicker Klopper. Ah, siehste. Haben wir ja noch nicht genug von, ne? Ah, die nächsten Loot-Drops, die können wir alle so schön mitnehmen. Oh, Kohle. Oh, ne, nicht schon wieder ein. Da ist ja an der Tanke nichts los gewesen, ne? Oh, jetzt habe ich hier aber alles so... Das passt nie und nimmer. Ja, dann gehen wir den gleich holen. Muss das Auto eigentlich da vorne, ne? Renn mal. So. Könnte da jetzt klappen, oder? Ja, pass auf, tu das auch rein. Ist egal. Ich hab's halt da drin. Werde ich schon wieder finden. Dann machen wir das voll. Und dann lassen wir den dabei. Mal gucken. In den Kisten ist so ein großer Kanister drin. Tatsächlich. Guck dir das an. So. Wir hatten ja vollgetankt, ne? Wie viel davon geht denn jetzt schon wieder da rein? Oh. Drei. Ja.
Komm, dann machen wir den jetzt voll. Immer mal gucken. Ich kriege ja die Meldung meistens nicht mit. Da ist nichts. Kommt denn nichts? Man sieht so aus, wird es schon wieder dunkel, aber ist doch früh morgens eigentlich. Ist so heftig mit dem Wetterlicht hier. Licht anmachen. Und wir hoffen, dass jetzt nicht schon wieder neue Zombies da sind. Ja klar muss ich pinkeln. Natürlich. Das war so klar. Schaffst du das noch bis zur Tanke? Die haben bestimmt die Toilette. Da ist wirklich... Und jetzt ist auch noch so ein... Ne, sieht so aus. Ehrlich jetzt. Der kommt nicht an, ne? Doch, der kommt tatsächlich. Das ist ja nicht zu fassen. Ich wollte jetzt erstmal eben pullern gehen. Ja, ja. Hoffentlich kommt er jetzt nicht angelaufen, wenn ich jetzt pullern will. Aber ich muss pullern. Ich muss jetzt wirklich pinkeln. Ja, ja. Geh mal. Wenn der jetzt angerannt kommt, ich weiß nicht, ob das reicht mit Escape, pinkeln, abbrechen und dann Waffe ziehen, ob das schnell genug noch klappen würde. Wenn ich jetzt mit meiner Wumme da hingehe und dann würde das gehen. Den Sprengheini, den muss ich ja treffen, bevor der zu mir gekommen ist, weil sonst bin ich ja dran, ne? 6 müssten hier noch drin sein. Das ist doch so ein Sprengheins, ne? Sprengheins ohne Fahrzeug, das ist schon... Guck mal, wie nah der schon ist hier, der. Aber finde ich gut, dann können wir die der Reihe nachnehmen. Ja, du bist blass? Hör mal. Siehst du, da kommt er. Und das ist doch mit Sicherheit ein Sprengheins. Ja, klar. Jo. Ich habe nichts abgekriegt, ne? Der war weit genug weg. Den konnte ich jetzt natürlich nicht so nah rankommen lassen, ist ja klar. Da hast du ausgelacht, Kollege. Mal olle Kippen hier, 14-prozentige, wollen wir nicht. Lass liegen. So, dann gehen wir jetzt den Kanister voll machen. Tö. Ja, so oft sind die offenbar doch nicht. Oder ist was verändert? Ich habe noch in den neuen Einstellungen nichts verändert. Also, nüschte matt. War da nicht noch ein Kanister drin sogar hier? Jo, und rappelvoll. Dann haben wir 2 Stück davon drin. Wenn das mal nicht genug ist, wa? Da kann ich ja zwischen den nächsten Folgen schon wieder einiges machen. Hier den ganzen Krempel mal rausräumen, nochmal wieder ein paar olle Waffen verticken gehen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache mit dem Sprit. Ich sag mal, wenn in jedem Fahrzeug immer ein so ein großer Kanister dabei ist, der auch voll ist, reicht das. Die anderen lasse ich zu Hause für den Fall, dass mal irgendwie knapp wird. Ich brauche fast eigentlich schon gar keine Kanister mehr mitschleppen. Ne? Oder ich müsste mal gucken, in welcher Qualität sind. Ach, da ist noch einer. Na ja. Na gut. Oh, nicht wieder auf das Dach, ey. Oh, man sieht kaum was durch diese Festung hier, ne? So, dann komm mal her. Oh, 2, guck mal. Ja, hier. Jetzt hat er mich gesehen. Ihr seid ganz schön kurzsichtig, wa? Na, nun komm schon. Wenn du näher bist, dann wirkt die Kugel besser. Na?
So. Naja. Oh, das wird aber auch duster. Schön volles Ding hier. So. Mach mal voll. Viel Kraftstoffkanister. Das ist schönes Denglisch, ne? Deutsch und Englisch so richtig schön vermischt. So, den können wir jetzt auch da reinpacken. Und das ist immer noch auf ganz voll. Ein Punkt ist weg. Hätte ich jetzt mal einen richtig großen Tankwagen, ne? Oder hier so ein Propantank als Sprittank bei sich neben das Haus stellen. So wie beim Landwirtschaftssimulator. Das wäre doch, ne? So, Kollegen, habt ihr ein bisschen Geld in der Büchsentasche? So ein paar Münzen? So ein Krügerrand oder sowas? Was ist das denn? Handfan? Okay. Eine Brille hast du auf. Nur Schrott. Naja. Gucken. Nichts zu sehen. Gibt keine Lootrops mehr. Ich habe zu viele Schraubenzieher vermutlich. Jo, jetzt gehen wir halt mal in den Bunker oder so. Ja, da brauchen wir auch so viele von, ne? Hat die Nicole, die kennt sich da so ein bisschen aus. Die hat gesagt, also wenn ich in einem Bunker so einen Anzug, so einen Strahlenschutzanzug finden will, dann ist das da, wo wir auch schon mal reingeguckt haben, wo das so schnell ist, diese Erste-Hilfe-Päckchen, ne, wo in 3 Sekunden man das Schloss geknackt haben muss, was irre ist. Da könnte einer drin sein. Kaufen kann man die offenbar nicht. Ist also so ziemlich der einzige Weg. Da müsst ihr mal gucken, aber ich sag mal ehrlich, 3 Sekunden, bis ich da mal den richtigen Knopf gedrückt habe, die Finger auf die richtigen Tasten positioniert und überhaupt mit dem Schlossknacken anfange, sind die 3 Sekunden um. Also da sehe ich mich eigentlich relativ chancenlos. Ich glaube, das kann man auch nicht einstellen. Sonst würde ich das wenigstens auf 10 Sekunden oder so einstellen. Ich glaube, 10 Sekunden ist ungefähr die Zeit, die man bei den anderen hat, ne? Ja, schon wieder pullern. Mein Gott, nochmal. Was eine Konformantinnenblase. Ist ja noch schlimmer als ich. Mann, das ist ja aber auch... Ja, mach. Aber 100%, also kein Durst. Aber komisch, das mit dem Mamphi 59. Ich glaube, das dauert echt lange, bis der Fleisch, dieses Pökelfleisch da drin ist, ne? Was haben wir denn hier? Ja, ist immer noch 26%. Müssen wir noch mehr essen von. Wir müssen auf die Yacht gehen bald. Das kann man, glaube ich, am besten nachts. Und dann noch so ein großes Grillfest machen mal. So. Ist da wer? Da ist so ein dunkler Punkt da über dem Strauch. Jo, da ist tatsächlich ein Zombie. Da müsste man so eine Sniper-Geschichte haben, dann oben auf dem Dach was Gemütliches machen. Am besten so ein Dach mit nur so Säulen, dass man sich auf dem Dach, also mit Dach über dem Kopf hinstellen kann und die ganzen Zombies außen wegballern kann. Das wäre doch was, ne? Ach ja. Und? Mö. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge, die starte ich dann, wenn so ein Lootrop da ist. Weil da möchte ich ja dann doch noch, ne, wieder Lootrop-mäßig einiges holen. Oh, ist das duster, ey, dieses Wetter. Ne, da hinten ist doch einer, oder? Lass mal gucken, kann man hier auch ein bisschen? Ne, das bringt es nicht. Ah ja. Blödes Wetter. Ich darf jetzt aber nicht vergessen, die Wumme wieder in das andere Auto zu tun. Die möchte ich schon dabei haben. Na, pass mal auf hier.
Nee, pass auf, kann ich nicht so schnell. Ich für beide hab doch hier. Du musst da rein. So. Ach, ich wollte ja noch gucken, ob das jetzt klappt mit der. Sollen wir noch zum Wasser fahren? Sollen wir das noch machen? Ja, komm, fahren wir noch schnell zum Wasser. Ich will das wissen. Ich habe doch die Pulle hier. Das ist die gute. Ob man die am Wasser auffüllen kann. Warum? Oh. Du musst erst das Tor aufmachen, sonst kommst du nicht weit. Nimm doch das andere Auto. Hast dich schon wieder umgewöhnt, wa? So. Na, der hat ja schon so ein bisschen Panzerung, ne? Müsste ich eigentlich bei den anderen auch mal. Ich bin so geizig. Ich will erstmal richtig sparen, richtig viel Geld haben und dann ganz gerne auch so eine große Bumme holen, womit man auch mal so einen Sentry umlegen kann. Das wäre ja natürlich klasse, wenn man die Sentries... Oh. Boah, das sehe ich ja voll. Wenn man die Sentries mit ein paar Schüssen umlegen könnte, das weiß ich, mit 10, 12 Treffern, und man dann mit einer Waffe auch mal wirklich so die drei oder vier Zombies, drei oder vier Sentries, die bei so einem Bunker rumtoben, wegknipsen kann. Oder eben da in dem U-Boot-Bunker. Na? Das fände ich ja schon nicht schlecht. So. Sollen wir den auch eben wegmachen da? Er ist so weit weg. Hallo? Komm mal her. Bitte ein bisschen Ausdauer dazu holen. Ich habe hier was für dich. Das sieht nach Regen aus. Es hat in der Nacht schon so viel geregnet. Aber habe ich die ganze Zeit ja in meiner Bude gehockt und da die Schränke sortiert. Da war mir das egal. Sind echt wenig Zombies. Ich muss wirklich mal überlegen, ob ich die erhöhe. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Einstellungen nicht wirklich Effekt haben. So, ich hatte die Karre angelassen, ne? Komm, dann renn mal. Sprit haben wir ja genug, können wir uns ja erlauben. So, jetzt wollen wir noch eben zum Abschluss gucken, ob wir die nicht schieben. Drive. Der Motor läuft und du schiebst, was soll denn das? Also manchmal. Dann mach ich den Funzel an. Denk dran, die Heuhaufen sind aus Beton hier. Schon öfter gefahren, ne? The way to water. Ja, ich habe schon ganz gut Übungen, hier in Autos herumzufahren. Läuft schon ganz gut. Mach aus die Funzel. So, bleib stehen. Aussteigen. Ist hier wer irgendjemand? Nö, ne? Ah! Da! Da kommt was! Ist Erfolg! Landung in 2 Minuten. Ja, jetzt ist aber blöd, ne? Weil Zeit eigentlich um trinken. Nee, geht nicht mehr. Guck mal. Geht nicht mit Füllen. Geht nicht mit Füßen, wenn ich ins Wasser gehe mit den Füßen. Auch nicht. Das ist ja ein Mist.
Nichts zu machen. Einmal leer, immer leer. Können wir gleich hier lassen. So. Ja, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Dann wechsle ich in die nächste Folge hier, aber ich werde die wohl jetzt nicht machen. Damit wir dann direkt damit anfangen können mit dem Loot-Container. Wo ist denn der? Sollen wir mal gucken? Guck mal, ganz in der Nähe, da im Wald. Ja, beim nächsten Mal fangen wir damit an. Alles klar. Jo, dann bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein und hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye und tschüssi.